Easy Livestream wird gestartet. Gucken wir mal, ob wir live sind. Ich hoffe jetzt. Jetzt sind wir live. Nice. Herzlich willkommen, Freunde der elektronischen Musik. Ich bin hier mit Torge. Wir checken heute ein neues Tool aus. Und zwar in Enrage. Der hat jetzt ein Update bekommen. Du bist da ein bisschen mehr drin. Vielleicht sagst du ein paar Worte zum Enrage. Also generell Enrage ist jetzt, haben wir jetzt erst in den Shop aufgenommen. Durch das Update ist es noch viel geiler geworden. Also es gibt einfach ein paar coole Neuerungen. Und ich kann es ja schon mal öffnen, dann kann ich schon mal kurz zeigen. Ja, du hast mir gerade schon mal so ein paar Sachen gezeigt. Wir haben es schon mal ein bisschen reingezogen. Es ist sehr komplex, sag ich mal so. Ne? Es gibt unfassbar viele Möglichkeiten. Also kurz gesagt, es ist ein Effekt-Plugin erstmal, was modular ist. Also wir haben hier ganz viele, mach mal eben, zack. Jawohl. Wir haben hier fünf Ketten sozusagen, in denen wir alles möglich machen können. Also wir haben hier die verschiedenen Effekte, die wir hier reinladen können, alles flexibel routen können und so. Und hinterher ist es einfach viel mehr als nur ein Effekt-Plugin. Mhm. Also wir können sogar einen Synthesizer damit bauen, haben wir eben gemerkt. Das haben wir gerade mal ausprobiert. Es gibt so ein paar Generatoren, die halt, kannst du ja mal drauf gehen, die auch zum Beispiel Saw und Square oder Sine erzeugen. Dementsprechend sind die Möglichkeiten damit schon sehr vielfältig. Ich finde auch gerade diese Rack-Bauweise ziemlich interessant. Und du hast auch gerade schon erzählt, man kann den Sidechain hier reinrouten und damit sämtliche Sachen steuern. Genau, das ist nämlich auch noch. Also es ist ja, wie gesagt, ein Effekt-Plugin. Das heißt, wenn man MIDI triggern will für jetzt ein Instrument oder auch für alle möglichen anderen Geschichten, dann muss es auf einer MIDI-Spur liegen. Und ansonsten kann man das natürlich auch auf jede andere Spur laden, aber um halt MIDI-Trigger zu haben, muss es auf einer MIDI-Spur sein. Und dann haben wir hier über Sidechain die Möglichkeit, alle anderen Audiospuren hier rein zu routen. Mhm. Und da eröffnen sich auch nochmal ganz andere Möglichkeiten. Also wir haben es nur so ganz leicht getouched bis jetzt quasi. Aber das ist ja geil, dann können wir es heute richtig auschecken. Und ich bin ja immer so ein Freund, wenn ich so ein Gerät habe, ich glaube, das kennen viele da draußen auch, so mal durch die Presets zu schauen. Das ist ja auch in erster Linie auch so ein Multi-Effekt-Tool. Man kann, wie gesagt, auch Synthesizer bauen, das werden wir vielleicht heute auch noch machen. Hm. Aber vielleicht schmeißen wir mal irgendeinen Sound da rein und schauen uns mal so ein bisschen überhaupt die Vielfalt an. Genau, wir können ja mal anhand eines Presets irgendwie so ein bisschen die Sachen erklären, die es hier so gibt. Und dafür lade ich es dann jetzt doch nochmal kurz auf eine Audiospur und wir hauen uns da einfach mal irgendwie einen Loop drauf. Ich guck mal hier, aus dem hier was. Erstmal irgendwie einen Drumloop oder... Ne, ihr sucht ja auch vielleicht was Melodisches, wie du willst. Melodisches. Oh ja, sowas Dubbiges ist doch auch schon mal geil. Ich will direkt eine Frage an die Community raushauen. Kennt ihr Enrage? Habt ihr davon schon gehört? Oder ist das komplett neu für euch? Oder generell Boom Library? Ja. Weil das Ding ist, das ist eins der wenigen Plugins von denen tatsächlich, die jetzt so für die breite Masse an Producern quasi zugeschnitten ist. Die haben super, super, super viel Cinematic-Stuff. Ah, so. Also es gibt super viele Libraries über, was ich jetzt gesehen habe, über Türgeräusche. Krass. 3,5 Gigabyte Türgeräusche. Knarzen, Klinken und so weiter. Also so Foley-Sounds sind das halt ganz viel. Super große Libraries, super viele davon. Ich habe schon mal von gehört. Ja? Doch, jetzt wurde es unter dem... Ja, ja. Also es gibt wirklich super, super viel. Die haben auch, glaube ich, schon das eine oder andere Mal mit Native Instruments zusammengearbeitet. Stimmt, ich glaube, es war auch so ein Contact-Ding. Irgendwie so Contact-Libraries und so haben die auch schon gemacht. Also super großes Portfolio und jetzt seit gar nicht allzu langer Zeit gibt es halt eben auch Enrage. Jetzt in der 1.2-Version und das ist halt jetzt für die breite Masse sozusagen zugeschnitten und auch für einen Techno-Producer sehr interessant. Ich habe auch das Gefühl, also wie gesagt, wir sind ja beide schon länger im Thema, sag ich mal. Wir haben ja auch viele, die gerade reinkommen, für die alles neu ist. Und ich glaube, das ist auch ein Tool, wo man so ein bisschen sich mit Routing auch ein bisschen beschäftigen muss. Ne? Also das ist auch so als, ich sag mal, als Lerngrundlage schon was komplexer, aber wenn man das Ding kann, glaube ich, kann man das auf vieles adaptieren und definitiv, ja. Aber ich bin echt gespannt, was da rauskommt. Dementsprechend lass mal einfach direkt rein diven. Ich lass jetzt einfach mal diesen Loop spielen und musst du noch, glaube ich, reinwerfen, kurz den Enrage. Wir schauen mal, einmal kurz rüber kopieren. Und wir schauen einfach mal, was so die Presets sagen und anhand der Presets können wir ja mal so ein bisschen auf eingehen, wie das hier aufgebaut ist. Hören wir erstmal Solo. Genau, das ist jetzt perfektiert der Loop. Wir sehen schon mal, wir haben irgendwie hier ein Triggering,
Das wäre auch der Teil, den wir dann hier MIDI-mäßig aktivieren können. Nice. Hier so einen Threshold einstellen, wann das aktiviert wird, quasi, wenn der Trigger ist. Mhm. Also es ist so ein bisschen wie ein Envelope-Follower, aber den wirklichen Envelope-Follower haben wir hier drüben. Und hier gibt es neben dem Envelope-Follower, der standardmäßig eingestellt ist, ganz viele Mod-Sources quasi, also Höhekurve, dann eine etwas andere Art von Kurve, können wir gleich mal drauf eingehen, LFO, muss sein, eben der Envelope-Follower, Transient-Follower, Change ist, glaube ich, irgendwas Random-mäßiges und Pitch-Tracker haben wir noch, also verrückte Geschichten. So, ne? Man kann, ich glaube, das wird erst richtig klar, weil das Ganze sich ja immer auf, das sind ja quasi auch Modulationsquellen, die wir dann auf diese ganzen in den Racks eingebauten Soundketten quasi beziehen. Genau. Und ja, wie gesagt, wir schauen einfach mal durch die Presets, um erstmal so ein Gefühl dazu zu bekommen, was passiert denn da überhaupt? Oder wie sehen denn diese Racks überhaupt aus? Und wir können mal gucken hier. Das ist im Browser auch ganz cool mit Kategorien und so. Ich nehme jetzt einfach mal ein Delay erstmal. Geil, mit Flutter-Effekt. Ja, genau, hier ist ein Repeater, das ist ein eigenes Device. Also man unterscheidet hier mal zwischen den Mod-Sources, die hier oben direkt ins Auge fallen, sage ich jetzt mal. Und hier unten spielt sich aber erst eigentlich alles ab erstmal. Das ist jetzt auch ein simpler Effekt sozusagen. Es ist einfach ein Gerät hier, ein Device, der Repeater, der hier alles macht. Der wird dann eben hier getriggert und simuliert von dem Trigger hier einmal. Das sind beides LFOs. Gesynkt zu der wir, die dann arbeiten. Genau, und die Automation hat dann quasi da unten im Time-Mod stattgefunden. Ne? Genau, es ist ja super easy, man kann ja mit jedem Modulator, den man hat, geht man einfach drauf und zieht den irgendwo hin. Gibt es da eine Grenze an Modular-Sources? Können wir mal so einfach mal ein paar reinwerfen, ob da irgendwann Stopp ist? Es geht auf jeden Fall. Okay. Geht auf jeden Fall, ich schätze mal 16 oder so wahrscheinlich. Also ja, 12. Nee, 12. 12. Okay. Das finde ich interessant zu wissen, aber ja. Das ist also man Menge. Kann sich 12 Dinger reinhauen, das ist natürlich schon ziemlich geil. Und hier unten halt die ganzen Devices reinmachen. Ne? Wir klicken nochmal ein bisschen durch die Presets, dann gehen wir gleich nochmal ein bisschen drauf ein, wie das hier aufgebaut ist. Ah, auch egal. Ja. Wir haben hier unten immer noch den Dry-Wet-Regler. Das ist quasi der Master Dry-Wet für das komplette Enrage. Was meinst du? Sorry. Das ist der Master Dry-Wet für das komplette Enrage. Ja, genau. Es gibt auch meistens hier pro Device nochmal ein Dry-Wet. Ah, nice. Genau, hier für das Grand Delay zum Beispiel. Also ganz cool eigentlich, so easy rhythmische Sachen zu machen. Und hier sehen wir auch schon mal ein etwas komplexeres Routing hier. Schon, ich würde doch sagen, dass wir mal eins von Grund auf bauen, weil dann versteht man es, glaube ich, doch besser, bevor wir jetzt hier die Dinger durchgehen. Ich gehe mal hier auf Init und um das zu verstehen, ne, hier ist die Matrix. Wir haben hier immer Stereo In, was quasi einfach das Signal, was reinkommt, einfach abgreift und dann geht es jetzt hier standardmäßig einfach in Gain und dann Stereo Out wieder raus. Da passiert jetzt nichts quasi, ist einfach trocken. Wir haben hier nur den Envelope-Follower drauf, der macht aber weit, also der moduliert jetzt weiter nichts. Und wir können uns dann hier jetzt in eine Kette zum Beispiel mal einen Filter schmeißen. Und dann geht es erst durch den Filter und dann wieder raus. So. Ganz simpel, ne? Dann könntest du jetzt den Envelope-Follower benutzen, um den Filter zu öffnen. Genau, ich könnte jetzt sagen, wenn ich jetzt hier den mal ein bisschen runterziehe, nehme hier den Envelope-Follower als Source, hau den hier rein, ziehe ihn auf, wie man das aus fast jedem Plugin kennt. Das ist schon ziemlich geil. Ich will ja auch die Reaktionszeit noch einstellen. Ich will noch ein Delay drauf haben. Das ist schon wirklich sehr nice. Was auch ganz geil ist, man kann die Frequenz vom Envelope-Follower einstellen. Das habe ich schon mal ausprobiert. Dass wenn du jetzt einen Drum-Loop hast oder so, oder es auf eine Gruppe haust oder was auch immer, und du willst aber nur
die Kick irgendwie kriegen, machst du halt, drehst den Filter runter und dann nimmt dann die Kick. Hau mal noch einen Delay dahinter. Genau, das haben wir jetzt hier hinter. Wir können es einfach als Insert quasi nutzen und das Delay einfach direkt hier hinter bauen. Dann habe ich hier ein eigenes Drive für das Delay. Was ich auch ziemlich interessant finde, ist, wir haben hier nicht einfach eine Delay-Time, die einfach feststeht, sondern wir haben Minimum und Maximum. Das haben wir auch bei ganz vielen anderen Effekten hier, dass wir ein Minimum und Maximum haben und dann einen Mod-Regler direkt in der Mitte, der dann zwischen, der dann quasi morpht sozusagen. Ja, das ist cool. Und den man dann auch cool automatisieren kann. Und das ist, also das habe ich jetzt so auch noch nicht vorher gesehen, das ist eigentlich ziemlich cool. Das muss man sich selbst auch, dann halt immer bauen, ne? Muss man sich bauen, ja, ja. Also das ist halt wirklich so ein Baukastending, ne? Ja. Da gibt es coole Presets auf jeden Fall, aber es macht, glaube ich, da kann man sich, glaube ich, stundenlang reinfuchsen und sich da seine krankesten Effektketten zusammenbasteln. Mit dem Bauen meinte ich gerade, wenn man so eine Bewegung haben möchte und die eingegrenzt ist, musste man das immer bauen. Hier hast du das direkt mit reingebracht. Aber hier ist es halt auch so, ne? Du kannst dir so viel hier drin bauen einfach, das ist richtig verrückt. Das ist so ein bisschen, also quasi eine Advanced Version von dem Instrument Rack in Ableton oder von dem Effekt, Audio Effect Rack in Ableton, wo du einfach alles reinhauen kannst. Und wir haben auch vorhin schon gesehen, du kannst, das ist ein bisschen schade, kann man ja auch schon mal direkt sagen, wir haben hier 6 Makros und das sind eigentlich im Großen und Ganzen die einzigen MIDI-Parameter, die rausgesendet werden. Also wenn wir jetzt hier irgendwie... Ne, wir sehen hier, was man abgreifen kann und das sind die Makros, der Dry-Wet und der Trigger-Threshold-Off. komischerweise. Und Volume nochmal. Aber ansonsten jetzt hier einzelne Parameter von irgendwo da drin kommen nicht an. Das heißt, ich glaube aber, das ist jetzt zur Entschuldigung dafür. Ich meine, wir haben da 6 Makros, die können wir jetzt bemappen und vielleicht sind auch 6 auch ausreichend. Klar, wir können mit Ableton Device das immer noch... Ne, eigentlich weiterdenken. Wir haben dann auch immer den Anspruch, das so groß zu machen. Aber wenn wir das so modular haben wollen, dann ist es fast unmöglich für einen Hersteller, die MIDI-Parameter dann immer auf, also wenn du jetzt zum Beispiel hier in einem Tape-Delay bist, dann weißt du ja gar nicht, an welcher Stelle jetzt ein MIDI-Signal, das ist ja eine MIDI-Message, der das abgreifen kann, weil es ja modular ist. Dementsprechend hat ja auch nur das so die einzige so Lösung. Und du kannst ja, also woher soll man vorher wissen, was reingeladen wird? Ist logisch, dass es so ist, aber es wäre halt geil, wenn man einfach noch mehr Makros hätte, so. Das wäre ganz cool. Aber es ist trotzdem, reicht ja so vollkommen aus. Also ich meine, die sind groß. In der Version 1.2, das kann ja noch kommen. Ne? Genau. Es ist aber, wie gesagt, echt noch ziemlich jung, das Plugin. Also gibt es noch nicht so lange. Genau, wir waren beim Delay hier. Jetzt haben wir es als Insert. Was wir auch machen können, ist das als Send quasi direkt zu benutzen hier drin. Und zwar nehmen wir dafür einfach eine neue Kette. Filter, und ziehen den Filter hier auf und dann den Stereo Out hier auch, dann geht es beides hier rein und er greift das hier ab und wir können, wenn wir dann hier noch einen Gain davor setzen zum Beispiel, dann moduliert den Gain Send doch schon mal durch einen LFO, bauen wir einen neuen, dann haben wir so ab und zu das Delay drin. Ja genau, kann man einfach hier, mach ich mal Sync. Ah, das geht auch, okay, nice, das ist schon mal sehr gut. Saw. Oh, ein bisschen schneller. Hier ist auch wieder, ne? Ist auch, mach mal auf. Ah, du kannst auch auf Note machen. Mach mal so auf einen bestimmten Wert. Ah, geil. Ich mach mal ein Viertel. Dann zieh ich mir den hier runter. Boah, das sind echt viele Möglichkeiten. Dann haben wir uns noch einen Reverb dahinter. Es gibt hier auch ganz coolen Convolution Reverb. Das packe ich jetzt aber einfach mal hinter das Delay. Und hier haben wir auch ein paar Impulse Responses schon drin. Das ist ja jetzt geil. Jetzt kannst du eine Sache möchte ich kurz machen, um das zu erklären. Jetzt kannst du, wenn du hier einen Reverb hast, kannst du ja theoretisch jetzt einfach durch einen einfachen Klick nur das Delay reverben, aber gleichzeitig auch die originale Spur. Ja. Und das ist eigentlich ziemlich geil. Und also, die nächste auch noch. Ich kann mir, ne, ich denke mir gerade einfach nur so, wie umständlich das sonst immer ist. So, in Anführungszeichen. Aber ziehst du einmal auf, hast du das Originalding mit drin. Ja, also, man erspart sich ziemlich viele Workarounds hier, so, die man einfach reinhauen kann. Was sagt eigentlich der Chat?
Bisher Delay auf Full Wet vielleicht in dem Setup. Ja, wir haben es. Achso. Achso, das ist noch auf. Ja, stimmt, das ist noch auf Insert. Good Call, Mode. Auf jeden Fall. Ist halt einfach geil. Ich liebe ja sowieso modulare Sachen. Und da kann man. Generell modulare. Modular Dinge. Ist einfach geil. Du kannst einfach so viel machen. Und ja, bisher echt spannende Sache. Ja, spannend in jedem Fall. Was ich cool finde, hier Impulse Response ist mit dabei, aber du kannst auch eigen laden. Also wenn du jetzt wenn du jetzt sowieso schon krasser Pro bist, sag ich jetzt mal, der irgendwie seine eigenen Impulse Responses von seinem Treppenhaus oder so am Start hat, kannst du die hier reinladen. Aber sonst gibt es die auch im Internet tatsächlich viel. Ja, du kannst, ja, auf jeden Fall. Vom Kölner Dom zum Beispiel. Du könntest du jetzt hier reinladen. Das ist schon ziemlich geil, weil das jetzt ja auch dann nur getriggert wird, wenn das Delay aktiv ist quasi, also wenn der Send drin ist. Wir haben eine ganz interessante Frage, wie denn so die CPU-Auslastung von dem Gerät ist. Also, was ich bis jetzt feststellen konnte, nicht, also jetzt nicht sonderlich krass. Okay. Also, wir sind hier auf 128 Samples auch nur, darum 12% mit schon einem, also, wir können ja mal gucken, wenn man jetzt hier komplett ausrastet, jetzt hier so richtig viele Sachen reinzieht. Einfach mal irgendwas. Ah, der ist übrigens neu, der Timbre. Das Timbre-Device, das können wir gleich nochmal auschecken. Jetzt ziehen wir Stereo in LAN und einfach Stereo out LAN. Das sind jetzt 4% mehr gewesen. Für vier neue Effekte. So, geht eigentlich dann. Das geht echt klar. Also, da kann man nicht meckern. Ja, erstmal herzlich willkommen an alle, die jetzt noch dazugeschaltet sind. Ja, cool, habt ihr Fragen zu dem Gerät? Wir versuchen natürlich alles. Na, oh, das ist dein Bro. Hallo. Ich glaube, wir haben den Chat. Genau. Ja, ansonsten, Grüße gehen raus an alle, die jetzt dazugeschaltet sind. Jo, wir haben jetzt gerade mal darüber nachgedacht. Wir können ja vielleicht nochmal grob erklären, wie das Ganze aufgebaut ist. Vielleicht nochmal, um das Ganze. Jetzt vom, ne, hier hast du Controls, da hast du Module, also einfach nochmal so. Ja. Also, wie funktioniert das? Es ist, ne, man denkt jetzt, okay, komplex. Vielleicht denkt man auch nicht komplex, ich weiß nicht. Wenn ich sowas sehe, denke ich immer, oha, was geht da ab so? Ich kann dir von wie gesagt, ich kenne mich ja ein bisschen aus, aber trotzdem, am Anfang war ich so, okay, aber jetzt, man muss es nur einmal drin haben. 20 Minuten vom Stream habe ich mir das angeguckt und jetzt kann ich schon eigentlich komplett checken. Ja, wie es funktioniert. Es ist halt visuell auch ganz cool gelöst einfach darum. Also man hat hier immer oben links das Triggering und das Voicing und hat hier oben immer die Mod Sources und hier unten, also es steht alles fest, ne? Das kann man nicht verschieben oder so. Man weiß eigentlich immer, wo alles ist. Und das Herzstück quasi ist hier diese Matrix einfach. Mhm. So. Wir haben hier die Möglichkeit, alle möglichen Devices, die wir hier haben, von Inputs, Outputs, Gain-Reglern. Analyzer, das ist ja lustig. Ja, es gibt hier den, kann ich ja einfach mal davor hauen. Ach, krass. Wie lustig. Muss ich auch immer auf alles machen. Krass. Ja, ist schon. Ah, mit dem Scope. Ja, ist schon ganz cool. Ach, sogar. Nice. Also ich find's cool. Das ist ja auch sowas ziemlich geil, dass es direkt mit drin ist, so, ne? Da muss man, kannst wirklich nur in dem Ding arbeiten quasi. Es ist wie so ein Spielkasten, sag ich mal fast. Ne? Es gibt so voll viele Sachen, die, also ich sag mal so einzelne Plugins und dann gibt's wiederum Hersteller, die dann so voll viel kombinieren, um einfach, weil hier ist natürlich auch wieder geil, wenn du mal so eine richtig geile Kette gebaut hast, speicherst du die ab und du kannst einfach hier so viele Effekte miteinander kombinieren und ausprobieren, ohne dass du das irgendwie mit allen einzelnen Tools machst, sondern alles in einer Box und das macht das Ganze halt auch so attraktiv, glaube ich. Absolut, ja. Mir geil. Wir können ja einfach mal anfangen, uns einen Synthesizer zu bauen, weil das ist nämlich auch eins der coolsten Features eigentlich, wie ich finde, weil es ist grundsätzlich ein Effekt-Plugin, aber wenn wir es auf eine MIDI-Spur laden, können wir das MIDI, also da habe ich es schon drauf, dann nehme ich das einfach mal. Ich finde es auch so geil, wie dann trotzdem Ableton noch sagt, Instrument hier ablegen, aber er weiß ja nicht, genau, was Ableton kann. So. Das kannst du einfach draufhauen und dann hier MIDI-Triggering aktivieren und schon, sieht man schon, ne, der checkt die Noten, kriegt alles mit und das ist wie bei einem Modular aufgebaut. Wir haben das Gate, heißt, wir haben Velocity, Key, Pitch Bend, alles und, hier und, am Start. Und ganz kurz fürs Verständnis, die blauen sind jetzt quasi alles MIDI-Noten und das sind auch wieder Sachen, wo ich Modulationen von abgreifen kann. Das genau, heißt, ich kann über die Velocity also alles Mögliche quasi wieder modulieren. Das ist krass. Ja. Das ist ziemlich geil gemacht. Und wenn wir jetzt einen Synthesizer bauen wollen,
Ups, Entschuldigung. Dann hauen wir uns einfach hier einen Generator rein. Ich mache mal ein bisschen leiser, weil jetzt wird es kurz einmal laut. Also ich kann auch hier den Gain nehmen. Holen uns jetzt einfach mal einen Saw-Generator. Ich drehe das Gain mal runter, weil, wie wir es aus dem Synthesizer kennen, holen wir jetzt einfach eine ADSR-Hüllkurve und nehmen die als Modulationsquelle für den Gain. Also das ist quasi unser Amp hier. Ja. Drehen das Ding auf. Jetzt hat er noch keine Pitch-Information. Mhm. Das geht hier, man könnte es jetzt auch mappen hier, ne? Ich könnte das jetzt den Key hier mappen, hier drauf und das selbst einstellen, aber es gibt, Gott sei Dank, macht es ein bisschen einfacher und dann muss man hier erst rausfinden, wo man das hinpackt und so. Hier direkt die Möglichkeit, die Frequency abzugreifen vom Key. Und jetzt haben wir schon einen ganz einfachen Synthesizer gebastelt, ohne Filter, ohne alles und hauen jetzt einfach hier noch einen Filter dazwischen. Und verpassen unserem Filter einfach auch nochmal eine ADSR-Hüllkurve. Zack, zack. Nehmen die hier rein. Ja, nice. Erst schon haben Filter wir Synthesizer gebaut. Und jetzt können wir halt diesem Synthesizer auch noch richtig kranke Effektketten hinzufügen. Mhm. Was ich halt, was mir gerade einfällt, richtig geil wäre es, wenn man jetzt die Presets hier irgendwie mit reinziehen könnte. Aber ich glaube, das geht nicht. Dass man, weißt du, dass ja, man jetzt, weiß, wenn man sich was gebaut hat und denkt, ah, da wäre jetzt diese eine. Die Frage wäre aber auch jetzt, wo setzt man das rein? Ja, genau, und, ne? Und dann das passt wahrscheinlich auch nicht immer auf. Und so. Ja. Krass. Das wäre auch dann einfach, irgendwann ist auch einfach zu viel des Guten so. Das wäre aber einfach zu krass. Aber ich glaube, gerade bei so einem Ding, also ich bin sowieso vielleicht da ein bisschen anders, aber so, ich weiß nicht, du auch wahrscheinlich, so Presets nutzen ist immer so, weiß nicht, also viele, die klingen geil, aber dann machst du immer noch selber was dran. Ja, ja. Und hier hat man ja auch die Möglichkeit, wenn man richtig reinsteigen will, sich selber Presets zu bauen, selber richtig geile Ketten, auch wieder zum Thema so seinen eigenen Signature-Effekt oder so zu bauen. Ich glaube auch, das ist, wie du eben schon gesagt hast, das ist eine Learning-Maschine quasi, weil du hier wirklich von Grund auf dir was basteln kannst und zwangsläufig verstehen musst, was du da eigentlich machst, so, was da eigentlich abgeht. Und das ist schon ziemlich geil. Wie viele Waveforms haben wir denn? Ich glaube, Waveforms haben wir tatsächlich bis jetzt Saw, Square und Sign. Okay, damit kann man und Noise. Damit kann man arbeiten. Also ich meine, das Einzige, was jetzt noch fehlen würde, wäre vielleicht eine Triangle Wave. Ansonsten haben wir bei einem Synthesizer auch nicht mehr. Hm. Wavetable wäre noch krass, aber wie auch schon gesagt, ne, Version 1.2. Da kann noch so viel reingesteckt werden. Aber könnte man die Sine Wave nicht sogar wieder modulieren, sodass die eine Saw wird? Oder eine. Das wäre wahrscheinlich jetzt ein bisschen komplexer. Ich kann ja mal eben gucken, was hier. Nee, du hast hier. Das ist wirklich ganz simpel, einfach nur Frequenz und Gain. Okay. Kommt ja aber ja vielleicht auch noch alles. Also es gibt halt Möglichkeiten ohne Ende, so, sowohl in der Entwicklung als auch in der Benutzung. So ist es schon verrückt. Wir können ja mal die Community fragen, was sie bisher von dem Teil halten und habt ihr Anregungen, was findet ihr cool, was findet ihr nicht geil oder gäbe es Dinge, die euch da fehlen und vielleicht fragt ihr einfach Sachen, geht das auch und wir schauen mal, ob es geht. Ich hau jetzt hier noch ein Reverb rein. Setze ich auch einfach hier hin. Lad mir hier wieder die Church auf Complete. Und dann auch vielleicht noch ein Gain davor. Dann haben wir einen Send. Ah, nice. Ach nee, ich muss andersrum machen. Zack. Ah, da kommen wir jetzt wieder hier an den Punkt, ne? Ah doch, so geht's ja. Könntest du quasi auch mit der ADSR-Hüllkurve den Reverb immer nur reinspielen? Ja, ich könnte. Ich weiß gar nicht, ob ich mich hier selber im Envelope-Follower quasi... Doch, wenn du den Tap-In reinbaust. Mach mal Tap-In 1. Genau, ich kann den Tap-In bauen. Das ist nämlich auch so ein Ding. Wir haben hier immer die Möglichkeit, über den Sidechain-Input alle möglichen Audio-Sources aus der DAW noch reinzurouten und an jedem Punkt hier irgendwie einzubinden. Ne? Sidechain-In kann ich überall hier reinhauen oder eine ganze Kette damit aufbauen. Und wir haben auch die Möglichkeit, überall hier im Signalfluss im Programm,
also im Plugin, die Tab Source zu nehmen und sagen wir jetzt mal hier direkt hier hinter dem. Ne, ist das hier der? Ja, das ist der. Da muss ich den doch da drüber hauen. Ich gehe nochmal kurz auf eine Frage im Chat ein. Hab er eben erst eingeschaltet. Was macht ihn besser als Serum? Du kannst Serum mit dem nicht vergleichen, weil das ist komplett modular. Und in Serum kannst du natürlich auch Effekte hintereinander. Du hast auch bei Serum dieses EFX-Teil, wo du nur die Effekte von Serum hin und her schalten kannst. Aber du hast halt hier, ich sag mal, wie so ein Spielbaukasten, viel mehr Sources. Also du kannst Modulations-Sources dir ohne Ende bauen. Du kannst ja, einfach auch wie so ein Baukastensystem noch viel komplexere Verbindungen bauen als jetzt nur in Serum, weil in Serum kenne ich die Effektseite, du knallst die Sachen hintereinander, du kannst aber zum Beispiel kein, klar über Dry-Wet, aber du kannst nicht wirklich parallel arbeiten, du kannst nicht so eine Kette, du kannst nicht ein Signal durch vier verschiedene Ketten bauen, die du unterschiedlich zusammenmischt. Also kurz gesagt, tatsächlich direkt einfach Routing. Routing, so, ja. In Serum hast du keine Möglichkeit, irgendwas zu routen. Also du kannst halt die Effekte untereinander verschieben und so. Aber nur die Effekte untereinander und du hast keine Möglichkeit, einen Sidechain-Input reinzugeben oder irgendwas gesondert rauszuholen oder irgendwie so. Ja, das ist nochmal, ist schon nochmal eine andere, anderes Level an Komplexität. So. Ja. Und jetzt nochmal hier zurück zu dem Tab-Source-Ding. Ich habe das jetzt hier zwischengehauen und kann jetzt quasi hier Tab in 1 mein eigenes Signal wieder reinholen. Ach nice. Und der, dann hast du den Envelope-Follower als wieder Modulationsziel. Ja, crazy. Wenn ich den jetzt hier im Reverb Send benutze, vielleicht andersrum, dass er aufgeht, wenn er fertig ist. Ja. So. Aber dann merkt man den Effekt nicht so. Ich find's cool. Ja, ist auf jeden Fall. Lass uns den Reverb mal modulieren. Was können wir da machen? Wir können hier die. Ah, das ist, weil das die Impulse-Responses können wir nicht wirklich die Time oder so. Nur Pre-Delay können wir einstellen. Okay. Aber wir können es auch reverse machen. Das ist auch cool. Natürlich auch nice. Kann man schon echt komplexe Sachen mitmachen. Könntest ja mal das andere Reverb reinziehen, was das so kann. Ah, jetzt können wir nämlich zum Beispiel, weil ich mag voll gern die Size zu modulieren. Aber da passiert nicht das, was ich gedacht hätte, was passiert. Also es pitcht sich nicht. Hm. Ja, das habe ich immer so an vielen Reverbs geliehen. Ja, das ist beim Serum zum Beispiel auch ziemlich geil, ne? Da klingt es auch ziemlich geil, als man das macht. Aber es geht bestimmt beim. Wir haben hier so viele Sachen, ne? Muss man auch erstmal durchblicken, ne? Ich glaube, die Anwendungsmöglichkeiten sind echt grenzenlos. Beim Tape Delay geht das bestimmt, wenn ich den wieder rausnehme. Tape Delay. Manchmal Ping Pong. Ja, da geht's auf jeden Fall. Interessante Frage. Das könnte ich ja mal gleich versuchen zu bauen. Es Was geht denn? Um Drums. Drums, ja. Ich würd gerne mal eine Kick probieren. Mhm. Das mache ich jetzt auch einfach mal. In den Preset. Wir nehmen. Nee, wir lassen. Ach nee, ja doch. Komm. Komm. Von Grund auf, von der Pike. Wir bauen eine Kick von der Pike. Also. Wir nehmen wieder einen Generator, Sine Wave in dem Fall. Bauen uns hier wieder eine. Das kann ich auch einfach mal removen. Brauchen wir erstmal nicht. Eine ADSR-Hüllkurve. Und dann noch ein Techno Rumble. Let's go. Techno Rumble, okay. Den bauen wir jetzt. Erstmal Kick. So, das muss ich hier noch drauf mappen. Zack. Das kann ja ruhig feststehen. Nehmen wir mal 440 Hertz. So. Ja. Und dann bauen wir uns noch eine Hüllkurve für den Pitch. Mach nochmal den Pitch was kürzer, also die ADSR erst ein bisschen kürzer, oder? Ja, warte mal. Mal wird hier. Ey. Der Torg ist immer sehr schnell unterwegs. Ja, passt doch.
Ich kann ja mal hier, ist einfacher, kurz eine Pattern machen. Ja, man, ne? Gut Ding will Weile haben. So. Das ist schon mal eine geile Kick. Ja. Sieg. So, man klickt ja tatsächlich schnell irgendwo rein, wo man dann was umbenennt und dann weiß man nicht mehr genau, wo man ist. So, also Pitch Envelope hier draufziehen. Fällt mir davon ziemlich psyig. Ja. So. Gute Grundlage. Jetzt könnten wir uns hier noch ein neues draufhauen. Würde ich auch sagen. Ich mache das einfach mal als zweite. Senz noch nicht drauf. Zweites Ding. Nee. Bau erst. Ich mach erst den Gain. Dann den Stereo-Out. Zack. Und dann holen wir uns hier. Achso, der hat schon Gain in drin. Dann ist es überflüssig. Holen wir uns hier noch eine Kurve. Zack. Und hier aufs Neues. Es gibt einen Step-Mode für die Envelope. Step-Mode? Sagt gerade ein Zuschauer. Ich empfehle den Step, wahrscheinlich Step, nicht Steep, für die Envelope. Der ist der 909-Kick nachempfunden. Aber wo auch immer der sein mag. Ich bin auch so, hä? Step? Gibt es irgendwas mit Step? Nee. Vielleicht bei der Curve? Nee. Ich weiß jetzt, warte, darf ich mal lesen? Ja, ich empfehle den Step-Mode für die Envelope. Oder vielleicht meint er auch den Steep-Mode für die Envelope. Auch den Steep-Mode. Achso, vielleicht gibt es ja einfach den Steep-Mode hier bei der. Steep, nicht Step. Okay, sorry. Aber wo ist dieser Steep-Mode? Ich bin gespannt. Egal, bauen wir weiter. Ja, ich baue gleich weiter. Ich muss jetzt. Im Kontextmenü des ADS-RD-Case. Ah. Kontextmenü? Ah, da, der Step-Mode. Ah. Nee. Doch. Das meint er. Echt? Ja, klar, jetzt kannst du auf Viertel gehen. Aber was hat das mit der 909 zu tun? Weiß ich nicht. Nee, das meint er safe nicht. Sicher nicht? War es nicht das? Das hat ja nichts mit. Also, er meint ja, er hat ja extra Steep gesagt, oder? Decay-Phase. Rechtsklick auf die Decay-Phase. Rechtsklick auf die Decay-Phase. Gehen wir oben in das Window. Steep Mode, Alter. Jetzt kommen wir der Sache näher. Das ist tatsächlich eine gute Empfehlung, vielen Dank. Oh, ich bin hier noch auf dem Noise. Das ist eine sehr, sehr gute Empfehlung. Ja, cool. Dann kommen wir doch schon der Sache näher. Vielen Dank für die Hilfe. Boah, dann hauen wir doch hier einfach direkt das Neues mal hier so mal aus. Hauen wir doch direkt mal noch einen Kompressor drauf. Linear suckt, meint er. Ist jetzt nämlich noch, ist nämlich noch wohl im Linear-Modus. Aber ich finde, das Ergebnis ist gut. Könnte ein bisschen mehr klicken, ne? Ja. Ei, nee, das. Ei! Mensch. Vielleicht ist es nicht an der linearen Geschichte. Geh mal rechtsklick nochmal rein. Soll ich hier auch nochmal einen Steep machen? Nee, geh mal da rein. Rechtsklick und dann nicht linear, sondern geh mal auf Steep. Nee, ich glaube, das ist wirklich nur für Pitch. Okay, verstehe. Interessant. Ja, aber da machen wir uns halt eben doch einen kleinen Klick hier noch drauf mit einem Noise. Ja, würde ich auch sagen. Zack, zack. Jetzt wird's. Achtung, mach den Stereo-Out weg. Ja. Also man kann auch statt zwei Stereo-Outs nehmen, einen lang ziehen, aber man kann halt alles machen. Ja, noch einen Filter davor.
ja mal ein bisschen Delay, deswegen, wenn ihr uns irgendwelche Tipps gebt, die kommen später an. Deswegen kann ich nicht immer folgen, worauf ihr euch bezieht. Es ist auf jeden Fall cool, dass wir Leute haben, die ein bisschen Plan haben. Auf jeden Fall. Aber ich meine, es ist auch schön, wenn wir das mal so ein bisschen entdecken können. Und so, kleiner Klick ist schon mal da. So, jetzt will ich, dass du einen Rumble baust. Jetzt ein Rumble? Ein Rumble. Okay. Ein einfach erstmal wieder ein Gain dazwischen, dass das so zusammenglut, also dass Multifilter und Gain wieder zusammenkommen, oder? Bei dem hier, oder? Ja, genau, aber da drunter nochmal, oder? Ja. Dass wir die beide wieder zusammenbringen. Ich mach die erstmal hier, mach die ein bisschen kleiner. Damit wir einen Platz haben. Man kann sich die ja hier zurechtschieben, wie man lustig ist. Und, achso, na gut. Ein Gain darunter. Mhm. Zack. Den aufziehen, genau. Zack. So. Und dann? Dann Reverb. Wie würdest du das Rumble angehen mit dem? Ich würde eine Seite Convolution, Reverb. Oder? Ja, kann man machen. Kannst du auch mit dem Basic machen. Genau, und dahinter dann ein Filter. Und dann müssen wir noch ein Gain darunter packen, ne? Dass er wieder zusammengeführt wird darunter quasi. Ja, aber unter dem Reverb würde ich noch einen Filter nehmen. Ja. Jetzt geht's los. Jetzt wird's komplexer. Achso, wir brauchten gar nicht beide Seiten. Ja, doch, können wir gleich mal gucken. Vielleicht noch. Vielleicht machen wir dann noch was anderes. Ne? So, dann machen wir schön den Filter zu. Schön den Filter runter. Ich mach den auch mal auf 24. Ja, der geht schon. Ja. So, die Reverb Size erstmal runter. Mann, das wollte ich doch gar nicht beim Filter, sondern das wollte ich ja hier. Irgendwas, ja, weil wir jetzt, irgendwas übersehe weil wir den nicht abgegriffen haben. Also pack mal dazwischen erstmal noch ein Gain. Guck mal, wieso, hier ist auch so ein rotes Symbol. Was ist denn da los? Der sagt, irgendwas stimmt hier vielleicht nicht. Vielleicht overdriven wir irgendwo. Achso, ja, das kann natürlich sein, dass das ein Clipping-Symbol ist. Ich würde vermuten. Mach mal den Gain vor der Kette runter. Achso, sonst kommt der gar nicht runter, jetzt verstehe ich. Ja gut, wir können es ja, wir machen es so. Wir machen den. Ich würde jetzt. Da muss man eine Kette entweder dazwischen machen. Oder du machst jetzt erstmal auf den Gain, geh mal drauf. Auf den? Zieh den mal runter auf minus 6 oder so. Mhm. Ja, reicht. Guck mal, was jetzt passiert. Ja, okay. Aber ich will erstmal das Routing checken, dass der wieder. Dass der auch ohne. Wirkung genau, und da würde ich einfach hier wieder einen Gain zwischen machen und den runterziehen, oder? Ja, okay, stimmt. Das war ja auch das, was man hier. Genau so. Verstehe. Ja. Nice. Moin, moin. Nico ist auch am Start. Herzlich willkommen für alle neu dazugeschalten. Ich mach hier noch einen zweiten Gain hin. Beziehungsweise nehme einfach den. Kann man die eigentlich kopieren, duplizieren? Irgendwie? So, haben die so Shortcuts drin? Dass man jetzt so. Also, man kann Rechtsklick machen, aber ich glaube. Command C? Nee, das geht nicht. Und mit gedrückter Taste das rüberziehen und duplizieren? Jo. Ja, das läuft. Das ist wichtig. Alt. Das mit geht. Alt, ja geil. Zieh den mal da. Ah ne, hast du schon. Shortcuts wieder. Ne? Ja, ich wollte gucken, ob man mit Delete oder mit Escape das wegmachen kann. Das geht aber nicht, aber ich kann removen. Ist vielleicht auch besser, sonst kommt man aus Versehen mal drauf. Zack, alles weg. Dann würde ich sogar, man kann ja dann hier noch eine ADSR-Hill-Kurve machen für den Gain hier. Quatsch, muss ich ja hier drauf machen. Und dem dann sagen, wann ein bisschen Tech kommt. Ja. Achso. Wieso geht er wieder zu? Es gibt einen Shortcut. Command, glaube ich. Oder nee, Control. Ja. Und Doppelklick auf was. Okay. Und dann macht er duplizieren. Nee, dann macht er den weg. Mach mal Command. Doppelklick. Und Mute kann man damit auch. Command Z. Das geht nicht. Aber das ist schon mal gut, das ist schon gut. Aber hier können wir rückgängig machen. Ja, ja, guck mal. Easy. Ja, nice. Bis an den Anfang. Tipps. Direkt. Da ist der Vibe. Ich würde gern. Jetzt haben wir ja eigentlich eine Kette für den Rumble und eine für die Kick selbst, ne? Mhm. Ah, der Rumble ist jetzt hier unter dem Dingens. Das hätte man jetzt ein bisschen eleganter lösen können. Weil ich würde es gerne noch ein bisschen distorten, aber vorm Rumble. Mhm. Und zwar mit dem. Was nehmen wir denn hier? Was hört sich am besten an? Wave Shaper.
Nee, Distortion, komm, wir hauen jetzt einmal Distortion hier drauf. Und gehen mal ein bisschen. Bam! Ja, Mann, und dann nehmen wir auch einfach mal eine Kurve. Ah, verstehe. Also die Keyboard-Shortcuts werden anscheinend noch an die DAW durchgereicht, deswegen muss man auch viel mit der Maus machen. Aber okay, ich jetzt nicht, ja gut, finde ich auch nicht schlimm. Ein paar Sachen sind ja drin, deswegen, das passt ja. Ist ja irgendwo auch logisch, also ich meine, ich habe das, glaube ich, noch bei keinem Plugin gehabt, das Command Z funktioniert hat. Nee. Halt nur bei den Devices, die von der DAW kommen, deswegen ist man da immer so, So. Nice. So eine fette Kick. Ist ja hier Kickzilla quasi. Kickzilla, ja. Alles drin. Machen wir die Reverb-Time was länger. Muss ja richtig ausrasten jetzt. Ja. Das ist jetzt die Frage, was ist hier die Time? Da, das heißt. Oh ja. So, Freunde, ab geht's, Techno. Jetzt kann man sich auch hier in dem Ding noch einen Sidechain bauen, ne? Von der eigentlichen Kick quasi, über so ein Tap-Out. Das ist eine geile Sache, gute Idee, das machen wir jetzt nochmal. Sidechain. Das ist jetzt hier die Tap-Source aus dem Ding einfach von hier unten. Aber du willst es ja auf den Reverb haben, oder? Ja, ja, aber ich mache hier ist nur die Source erstmal. Ah. Hier geht er nur raus. Und dann gehe ich hier einfach am Ende mit einem Kompressor. Kann der das mit einem Kompressor? Ja, ja, safe. Ich gehe davon aus. Das ist jetzt die Frage. Ja, komm. Kannst nee, ich doch. Kann hier keinen, doch. Du kannst einstellen. Jetzt. Ja? Mach mal ein Modulationstool. Jetzt nimm du diesen Tab-Sync. Kannst du doch da abgreifen, oder nicht? Ja, aber nur als Trigger-Information. Ja, aber quasi, die brauchen oder? Wir. Die brauchen wir genau da oben. Ja, okay. Wo? Wir haben Envelope-Follow machen. Envelope, genau. Envelope-Follow. Dann holst du den Tab-Source rein. Ja, ja, okay. Ich weiß, was du vorhast. Und dann gehst du auf den. Dann brauchen wir keinen Kompressor mehr. Doch, weil dann können wir hier den. Threshold. Ja, dann brauchst du ja keinen Kompressor, dann machen wir es mit dem Gain einfach. Oder so. Geht ja auch. Also dafür brauchst du ja keinen Kompressor, dann machst du einfach hier mit dem Gain. Noch ein Gain rein einfach. Ja, hier unten, zack. Und es gibt halt viele dann, Wege, die nach Rom führen, ne? Ja, und dann hier mit dem. Ja, geil. Also, zack, zack. Bam, Junge. Nehmen wir nur den Anfang. Ja, eigentlich will ich. Ach, warte mal. Es geht noch besser als Envelope Follower. Es geht ja auch der Transient. Stimmt. Der sich hier den Transient holt. Bam. Oh, oh nice. Und dann modellieren wir das damit. Gehen hier raus. Ne, andersrum natürlich wollen wir das. Vollgas und raus. Ja. Ja. Achso, warte mal, nein, wir machen es anders. Wir wollen ja auch nicht nur den Transient haben. Können wir die Release hochstellen? Also nee, genau, pass auf, wir machen das anders. Wir machen uns jetzt hier noch eine Curve. Jetzt bin ich ja gespannt. Und die kriegt als Trigger. Nee, kriegt sie nicht. Das geht nicht. Kriegt sie nicht. Ich wollte die jetzt den Transient hier. Aber kannst du nicht die Time von dem Transient hochstellen? Geh mal auf den Transient. Ach so, warte mal, man braucht den Transient gar nicht. Der kriegt sowieso hier MIDI-Signal für die Curve. Dann können wir uns ja einfach hier eine ganz easy. Verstehe, den Gain hochballern. Zack. Ja. Also es gibt echt unendliche Möglichkeiten, wie wir hier was. Kann man die hier noch so? Ja, easy. Rumble Easter. Let's go. Ja, dann haben wir doch unsere Kick und jetzt machen wir eine Head. Auch mal ein bisschen lauter. Ist ein bisschen krasser Nachhall hier. Ich mach das, glaube ich. Warte mal. Ah, jetzt nochmal eine Frage. Haben die auch ein EQ drin? EQ gibt's nicht, ne? EQ gibt es. Parametrischer EQ, doch, klar. Selbstverständlich. Natürlich. Alles also. Hier am Start. Ja, okay. Ich hätte ja mal einen Fehler finden können. Ja, ich mach kurz die Musik etwas leiser. Spiel nochmal laut, sagst du? Ich kann auch. Das ist auch hier vielleicht einfach ein bisschen. Ja, mach das ruhig da. Nee, mach's ruhig da. Ja? Das ist besser, ja. Kannst du einfach hier machen. Zack. Ja, okay. Sag Bescheid, ob es jetzt passt.
Ja, krass. Also wir haben jetzt eine Kick mit Rumble in einem Enrage. Lass uns die mal speichern erstmal. Ja, das speichern wir auf jeden Fall. Ich überlege gerade, könnte man sich jetzt nicht theoretisch sogar noch die Hi-Hat im gleichen Enrage basteln und durch einen Ich überlege gerade, wie das mit den MIDI-Triggern funktionieren soll. Dass du einen sagst, auf dem C reagierst du, dem anderen. Es geht bestimmt. Also ich würde es nicht ausschließen. Aber es könnte sein, dass das funktioniert, ja. Aber ich glaube, das ist jetzt zu komplex für die Session. Ach, wir können sogar Polyphonie ganz einfach machen. Die ganze Zeit gedacht, da muss man sich mehrere Dings reinschmeißen, aber du kannst einfach auf Poly stellen. Das ist ach, krass. Nice. Nice. Okay. Speicher das Preset. Ich speichere das jetzt, das Preset. Und zwar nicht hier, sondern wahrscheinlich da. Hier, Save as. Kick Rumble. Mega Kick. Moin, Kasimir. Hä? Schön, dass du am Start bist. Und natürlich auch alle anderen. Herzlichen Herz. Nice, wir haben den Mega-Kick-Rumble. Den Mega-Kick-Rumble. Fang du schon mal an, eine Hi-Hat oder sowas zu bauen. Oder vielleicht ein Synth, wie du willst. Ich komme sofort wieder. Ganz kurz. Ich baue noch einen, eine Hi-Hat baue ich noch. So. Ich lade einfach nochmal ein neues Enrage hier rein. MIDI-Trigger wieder an. Und natürlich als erstes hier ein neues Enrage. Ah, sorry, Leute. Den Fehler einfach nochmal gemacht. Kurz den Chat checken habe ich die ganze Zeit gar nicht gemacht. Moin auf jeden Fall erstmal an alle. Cool, dass ihr am Start seid. Kadent, Alter, was geht? Moin, moin. So. Ich remove den hier schon mal. Wir holen uns wieder eine ADSR-Kurve rein. Und hauen die hier auf den Gain vom Noise. Und ich mache jetzt mal hier so ein Billow-Pattern. Zack, 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 zack. Die machen wir uns jetzt schön, die Hi-Hat. Die most basic Hi-Hat der Welt. Ja, hey. Aber wir hauen uns jetzt noch ein bisschen Reverb drauf natürlich. Ja, fängt mal klein an. Mach direkt ein Delay, wenn die schön ist. Die mache ich auch nochmal aufs Deep. Ja, das ist doch. Mach die Decay noch ein bisschen höher. Ja. Da lass uns doch mal ein LFO drauf machen, oder was? Können wir das? Ja, sicher. Auf die Decay? Nein, können wir nicht. Scheiße. Oh, das wäre noch geil. Das wäre krass, ja. Das wäre geil. Oh, das wäre wirklich geil. Das wäre richtig geil. Ich bin jetzt gerade fest davon. Aber warte mal. Jetzt mal ganz kurz. Darf ich was ausprobieren? Ja, klar. Ich kann diese Sache jetzt nicht auf die... Nee, geht nicht, ne? Makro kann ich jetzt nicht hier rüber holen, oder? Nur die Sachen, die ich modulieren kann, kann ich auch aufs Makro legen, richtig? Tatsächlich, ja. Schade. Ein Minuspunkt. Das ist tatsächlich... Boah, ich bin jetzt gerade fest davon ausgegangen, dass man selbstverständlich hier das Ding rüberziehen kann. Vielleicht gibt es irgendwie eine Art... nee. Du kannst, theoretisch kannst du ein... Warte mal, geh mal auf den Envelope-Follower. Einfach nur ganz kurz öffnen. Mhm. Nee, okay, geht nicht. Ja, hier kannst du nix... Das wäre auch geil, wenn weil die das halt Modulations... Schon eine Source, ja aber die Source es gibt, ist noch... Ja, es klar. Gibt aber Tools, zum Beispiel der Wavetable, der auch Modulations-Sources modulieren kann. Das wäre vielleicht noch eine Version für Enrage. Das wäre auf jeden Version Fall... Version 2. Ist eine Anmerkung wert, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall noch was ziemlich fett wäre. Ja, klar. Ey, das ist auf jeden Fall wäre es geil. Ich bin auch wirklich davon ausgegangen, dass ich auch jetzt Time irgendwie modulieren kann. Was jetzt ein Nachteil dann ist natürlich, du kannst diese Decay länger, kürzer machen. Ich meine, es ist wahrscheinlich auch ein Tool, was eher für Effekte gedacht ist. Aber wenn man jetzt schon so, ne? Ja, es ist... Ja, ne? Wir würden gerne die Decay von dem Shaker, den wir gerade gebaut haben, automatisieren. Aber es geht nicht, weil die Decay hat keinen Automations... Trigger. Ja, dann nicht. Man kann hier die Death einfach, die kann man modulieren, aber ich glaube, da kommen wir in. Ja, das ist einfach wirklich nur die Stärke quasi. Ja. Ich will einen Delay haben. Mal kurz einen Filter rein. Ja.
Delay machen wir auch gleich. Kurz hier die Tiefen aus dem Reverb rausfiltern. Da kann man auch geile Sachen mitmachen. Auf jeden Fall. So, was meinst du jetzt, ein Delay? Ich will ein Delay, der so richtig schön, dass das so eine galoppierende Hi-Hat wird. Guck mal, es gibt ja auch so, es gibt so viele verschiedene. Mach mal einen Fix-Delay. Ach, guck mal, es steht auch immer da dran, dass es ist Tape-Delay-Supporting. Ja, MIDI-Mapping. Funktioniert aber nicht. Ich nehme mal ein Grain-Delay. Ich dachte mir schon, dass wir das bauen können, aber ich habe auch gerade schon gesagt, das wird ein bisschen umständlich. Was geht gerade nur um diese Decay-Automation. Also, theoretisch könnte man den Noise ausklingen lassen und dann über ein anderes Tool mit einem Ducker oder sowas in der Art könnte man das regeln, dass man die dann so shaped. Aber ja, egal. Ich habe dir gerade nicht zugehört. Nee, ich habe auch gerade eher so generell gesprochen. Ja, okay. Ihr habt gerade einen Workaround vielleicht gefunden für das. Ja, ja, es gäbe natürlich einen Workaround, wenn du zum Beispiel, jetzt, um dich auch abzuholen, so, du kannst ja Wave-Shapen und sowas machen und du könntest die Noise ja durch so ein Tool jagen und die einfach durchspielen lassen, anderen Trigger reinholen, wie zum Beispiel eine ADSR-Hüllkurve wieder, dass die auch aufgeht und dann könntest du die Schwingzeit quasi immer in diesem Tool modulieren. Ja, ja, aber das sind halt, dann sind wir, das ist ja wirklich ein Workaround. Wäre geiler, wenn es direkt hier in dem. Einer gesagt hat, MIDI-Mapping mit LFO-Tool. Genau das funktioniert halt leider nicht. Wir haben 6 Makros. Genau. Und wir können nicht alle Parameter aus dem Gerät auf die Makros legen und nur die Makros können wir abgreifen. Das kann man aber auch entschuldigen, weil, wenn du gerade so modular arbeitest, ist es ultra schwierig, wer sich so ein bisschen mit einer MIDI-Message auskennt. Man hat so ein paar Stellen, ne, die man halt mappen muss. Und der MIDI-Mapping-Mode, genau. Ja, du hast es ja schon gesagt, Justus. Also wenn ihr MIDI-Mapping-Mode aktiviert und den Parameter bewegt, kann man den nicht mappen. Richtig, das ist genau so. Könnt ihr nochmal zeigen, kurz. Ja, kurz hier so ein Ding rein. Ah, Torg ist im Mode. Sorry. Aber, also das Problem ist, ihr redet immer noch über das Decay. Ja. Also, das Problem ist, es gibt unter jedem Parameter, den man irgendwie modulieren kann, gibt es diesen kleinen Kreis oder daneben oder so. Und da kann man dann die ganzen Sources hier, auch die Makros reinziehen und das dann damit modulieren quasi. Das Problem ist nur, dass es innerhalb der Sources diese Kreise nicht gibt, also zumindest nicht bei den Parametern. Es gibt hier einmal für die Dev ein Modulations-Ziel-Ding. Und geh mal auf Configure und dreh mal den Decay. Genau, das ist auch noch das Ding. Wir haben hier feststehende Parameter, die wir rausholen können. Makro 1 bis 6, Dry Wet, Main Volume und Trigger Threshold. Was, wenn wir jetzt einfach hier irgendwas drehen, dann passiert da leider nichts. Gehen wir auf die Decay, noch um es mal zu beweisen. Decay auch. Und das ist, das geht leider nicht. Aber wie Mike eben schon gesagt hat, es ist auch logisch, dass es nicht geht, weil sonst wäre es einfach. MIDI CC Mod Source. Okay, krass. Jetzt musst du uns ein bisschen mehr helfen als und mit Ableton. Wie geht's? Extrem lol. Für MIDI-Mapping, MIDI-CC-Mod-Source. MIDI ist das in den Einstellungen? Oder haben wir da ein Mapping? Vielleicht ein Mapping? Nee. Nee. Also, jetzt bin ich interessiert, dass wir hier eine Mod-Source irgendwo abgreifen können. Formula? Nee. Geh mal auf die Einstellung, also die Master-Sektion da oben rechts, neben dem Ausmachen. Ja, das ist auf jeden Fall dann das hier. Ja. MIDI-Mapping-Mod-Source. Nee, ne? Ne, hier ist nix. Okay. Vielleicht hier unten irgendwo. Ja. Vielleicht machst du so einen ganz kleinen Mini-Guide, wie du das meinst. Weil, genau, das wäre halt ultra nice, wenn man das noch machen könnte. Das wäre wirklich krass, ja. Ach so, warte mal. Hier sind auf jeden Fall. Aber das ändert ja nichts, weil das sind ja hier, ist ja nur für den Trigger. Oder übersehe ich gerade irgendwas? Ich überlege gerade auch, wie man das jetzt regeln kann. MIDI Mapping Mod Source. Warte, geh mal. Ja, das ist ja Mod Source, sind wir ja. Und Mapping, ja. Mapping hat aber nur was mit. Nee, geht nicht. Ich wollte sagen, was hast du gedacht? Ja, weil du kannst da einen Input rein. Ja, das ist genau den gleichen Gedanken, hatte ich jetzt auch. Ach so, also kannst du den Decay nicht abgreifen. Ja, richtig. Okay. Ah, so. Ja, aber wie gesagt, Enrich 2 kommt ja bestimmt auch noch bald raus. Also bald.
irgendwann aber bestimmt. Ich glaube, das ist eine gute Sache, damit man hier nochmal sagen kann, was geht denn noch, was wäre noch fett. Kann man ja vielleicht noch einbauen. Ansonsten, Fazit bis jetzt, übelst geil. Ich feiere es. Macht Spaß. Und man lernt eine Menge. Gerade für, ich glaube, Einsteiger sollten sich von dem Tool nicht abschrecken lassen. Denn das ist echt eine Sache, wo man eine Menge mit lernen kann auch. Ne? Weil das ist einfach ein komplettes Routing, so wie es auch eigentlich funktioniert. Ja, man ist gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Und hinterher weiß man dann, ah, okay. Lass nochmal eins so hinbauen. Läuft es. Ja, komm. Auf jeden Fall. Also, ne, eigentlich ist das Ding auch, glaube ich, vorwiegend als Effektkette gedacht. Es ist ein Effekt-Plugin. Aber wir wollen natürlich das auf Herz und Nieren testen. Deswegen bauen wir damit einfach direkt einen Synth. Weil dann haben wir alles drin. Genau, man kann ja da die Effekte auch dann, wie wir es gerade schon gemacht haben, reinbasteln. Dementsprechend ist es ein ziemlich geiles Tool, wie ich finde, wo man erstmal nicht nur, Sounds noch designen kann, indem man Effekte benutzt, sondern auch Sounds erzeugen. Und ich finde das so geil, dass man jetzt hier Ableton auch immer sagt, Instrumente ablegen, aber er kennt halt Enrage nicht, dass er das kann. So, also ich finde es ein sehr, sehr vielseitiges Tool. Es geht auf jeden Fall. Cool. Nice. Easy. Der Blick. Nice. Ja, das war einfach vorhin, habe ich so gedacht, ja klar ist das Monophon. Ja, das wäre auch sonst einfach zu heftig so. Ja, Leute, wer jetzt hier dabei ist und euch diese Präsentation gefällt und unser kleiner Nerd-Talk hier, lasst doch mal gerne ein Like da. Kann jeder Zuschauer noch mal ein bisschen was beitragen. Liken, abonnieren. Liken, abonnieren und alles. Können wir mal einen Dubcord basteln? Wollen wir einen Dubcord basteln? Ja, go. Oh, weißt du, was noch richtig geil wäre? Nee. Ein Arpeggiator. Vor dem Ding, meinst du? Ja, also als wenn du MIDI reinholst, dass du dann Arpeggiator. Geht das? Das geht bestimmt. Warte mal. Ja. Ja, ja, ich meine, ich dachte jetzt auch so, da drin noch. So, du meinst, brauchst als, du nicht, hast als, ja auch extern, als Plugin aber, hier drin quasi das wär noch krass. Modulation. Ich verstehe. Nee, das gibt's glaube ich tatsächlich nicht, aber das ist ja auch wirklich unnötig, dann kannst du ja einfach davor schmeißen. Lass mal ein Mic da. Ich mache uns jetzt erstmal hier ein Dubcord. Geil, jetzt fragt schon jemand, was für einen Style wir machen. Yeah. I feel it. Was habe ich eigentlich schon für einen? Genau, die machst du in Folge. Gehst du erst einen hoch. Ja, Mann. So Double. Nice. Ja, Delay drauf. Track läuft. So, ich mache hier noch eine ADCR-Hilfekurve für den Filter wieder. Zack. Nice. Ja, aber also wir haben jetzt den ganzen Track mit dem Tool gebaut, ne? Klingt auch echt solide, finde ich. Das ist wirklich alles daraus, ne? Aber das ist für mich hier noch. Boah, ich höre jetzt schon Modulation des Todes. So ein Stutter-Effekt da drauf. Haben wir nicht dieses. Sorry, dass ich unterbreche, aber alles, haben wir nicht dieses Stutter-Effekt? Lass die doch. Ach, du musst hier ein bisschen kürzer, tiefer machen, oder? Ach, komm schon. Mach so ein Stutter gleich mal drauf. Ja, ist zu hoch dann. Ich weiß, was du machst. Ja. Finde ich cool. Ja, mach mal so diesen Stutter-Effekt. Wo war der nochmal? Wie haben wir den nochmal gebaut? Gab es nicht als Modulation oder so? Ne, das war vorhin ein ganzes Preset, aber... Jetzt müsste man doch auch... Es gibt so einen Repeater beim... Ja, Repeater. Beim Delay war das, glaube ich. Genau, den Repeater. Aber der muss halt irgendwie getriggert werden. Mhm. Also man müsste hier dann von, so eine... Ja, Envelope, ADSR. Ich muss jetzt... Warte mal, muss ich mal gerade gucken hier. Da bin ich jetzt tatsächlich Trigger überfragt. Der Trigger ist aus. Kannst du da irgendwas... Ah, nimm mal die Envelope. Ja, meinst du den Follower? Nee, den ADSR, sorry.
Ich könnte, ach, guck mal, das ist gerade einmal Vinyl. Schmeiß mal die ADSR da drauf. Auf den hier einfach? Ja, ja. Also die vom Amp. Ja, ja. Auf das. Hier drauf. Ja, ja. Dreh die mal auf. Wir müssten eigentlich später abgreifen, ne? Ach krass, und seit, als wir es draufgeworfen haben, ist direkt ein zweiter Modulationspunkt erschienen. Ne, das ist der Knopf an sich. Ja, schön. Warte mal, vielleicht drehe ich den einfach. Ah, doch. Ah! Aber er weiß trotzdem nicht woher, oder? Mach den mal dry wet, ein bisschen auf 50 erstmal. Vielleicht. Ach, guck mal hier, guck mal. Was hat das zu bedeuten, Alter? Was hat das zu bedeuten? Wie stellt man das Ding ein, Mann? Mach mal auf Frequency statt Duration. Man kann, also man kann jetzt den Speed, könnte man jetzt mal, macht das Sinn? Lass uns das lassen. Lass uns das lassen. Wir machen mal was anderes. Ich mach jetzt einfach einen Tape-Delay dahin. Schau, ja, das ist easier. Und aber wir wollen das natürlich als Send haben, genauso wie auch ein Reverb, um richtig dubben zu können. Mach die doch einzeln, genau. Ja, so. Ja, mache ich es einfach so? Ich glaube, ich mache es einfach so. Hau dann hier Gains drauf. Ja, jetzt verstehe ich. Zack, zack. Ah, nee, das bringt natürlich überhaupt nichts. Ich muss natürlich. Ich habe gerade hier Stereo in als Input. Zieh die Square einfach auf. Genau, es gibt ja keinen. Nee, auch nicht. Ich will ja. Es muss ja danach kommen. Dann verstehst du? Ich mach so. Zieh das auf. Macht da drunter noch eins. Dann. Nee, eigentlich musst du doch diesen Gain einfach nur aufziehen. Nee, ich muss einfach da runterziehen. Das ist ein bisschen jetzt. Ja. Mach mal rückgängig. Mach mal kurz rückgängig. Nee, guck mal, pass auf. Du hast einen Plan. Pass auf. So ist es vorher, ne? Ja. Du könntest hier, doch eigentlich. Bis hier ist der Synth. Ja, und dann dreh den doch auf, den Gain nach rechts. Nee. Warum? Das ist ja der modulierte. Wenn ich das jetzt so mache. Ja. Dann. Ist es doch so, wie wir es haben wollten, oder nicht? Nee, irgendwas stimmt da nicht. Ja, weil die. Warte, geh mal auf Tape und Basic Reverb. Ich kann ja mal die Gains hier rausnehmen. Wir können mach ja die mal 100% beide. Ja. Nee, warte mal. Wir haben uns hier verrannt. hier greife ich das Signal ab, so, ne? Das ziehe ich jetzt hier rüber. Zack. So. Hier geht es einfach weiter in den letzten Gain zum Out. Ja. Der ist eigentlich egal. Ja. Wir können ja auch hier rausgehen. Und es geht dann hier rein und hier rein. So. Ja, so richtig. Und darüber mache ich mir jetzt noch Gains für den Send quasi. So, und wenn ich jetzt. Hast du nix? Ja, warte, geh nochmal. Ja. Wieso hört er dann auf? Geh mal. Ah, warte mal. Geh mal. Ah, ich weiß warum. Ja, bitte. Glaube ich. Mhm. Der hier. Kriegt ja, eigentlich müsste das müsste ja weiter klingen. Aber warum? Der ist doch voll weit aufgedreht. Der müsste doch eigentlich. Ich gehe mal mit der Room Scale hoch. Nee, tatsächlich nicht. Eigentlich ich gehe mal ganz gut auf Toilette. Ja, easy. Ich will das jetzt rausfinden. Ich probiere mal was. Und zwar an den Gain jetzt mal hier hin. Und wir ziehen. Ist das dieser Gain? Wir nehmen mal an den Multifilter, machen wir mal drauf. Aha, kann ja nicht funktionieren, wenn die Gains hier tot sind. Das haben wir gerade aber auch schon ausprobiert. Ah, sorry, guys. Da ist doch der Reverb. Aber der wird gecuttet. Da
Dabei haben wir doch gar keine Anweisung gegeben, dass er das tun soll. Der soll größer klingen. Geht nicht. Pass auf, ich tausche den jetzt mal. Mit einem. Und wir nehmen jetzt hier die Church rein. Dry Red 100. Das funktioniert nicht. Es ist jetzt gerade tatsächlich ein crazy Ding. Fühlt ihr den noch? Oh. Warte mal. Hast du was gefunden? Ich habe jetzt hier nochmal so ein paar Dinge versucht. Ich habe den jetzt hier auf. Ich habe jetzt nochmal den anderen Reverb, weil der hat irgendwie keine Halbfahne gehabt. Mhm. Ist ja auch nichts. Hä? Pass auf. Ihr müsst den Trigger. Ach nee, das war das. Wir machen jetzt erstmal nur Delay. Und nutzen nicht den, sondern den anderen. Ich glaube auch. Leute. Weil der geht ja hoch. Aber dann müsst ihr trotzdem. Warum ist der denn so? Warum ist der überhaupt so eingestellt? Check ich gerade gar nicht. Was? Den haben wir doch. Das ist doch, damit der gespielt wird, damit der nicht durchklingt. Ach so. Ah, okay. Aber das sieht so aus, als wäre der da. Ich verstehe gerade nicht genau. Ja, so ist doch richtig. Ach so. Das ist. Ja, okay. Weil, ne, rein theoretisch geht der Gain weiter, ein Den. Der geht einfach nur weiter durch. So. Und der müsste doch jetzt ein Delay geben. Tut's aber nicht. Eigentlich schon. Nee. Aber jetzt. Nö. Wir haben es kaputt gemacht. Wir haben es kaputt gemacht. Nee, irgendwas. Der ist ja sowieso auch erstmal egal hier. Der geht hier rein in den Filter, in den Gain. Mhm. In den Gain. Mach mal, speicher mal das Preset und öffne das Ding nochmal neu mit dem. Soll ich machen? Vielleicht ist es wirklich ein Bug oder so. Delayed sind. Dings called. Okay. Close it, schließe it. Ich lösche das einfach. So, nochmal neu. Oder wir sind halt unfähig. Das kann sein. User. Das kann sehr, ist das dritte. Dingscord. Nee, wir sind dumm. Alter, warte mal. Ich mach's jetzt nochmal. Ich mach jetzt die Sachen hier wieder raus und dann mach ich die da nochmal rein. So. Ja, das so. Funktioniert. Das, wir haben hier den mache ich jetzt nochmal neu, den Gain, weil irgendwie das sah gerade komisch aus. So, der ist zu. Mhm. Das ist unsere Gain-Hüllkurve. Zack. Ja. So, und jetzt haben wir hier den Gain, an dem wir das abgreifen mach können. Mach da jetzt mal den einfach den Delay rein und mach den Dry-Wet. Einfach statt den Gain-Limiter. Nee, pass auf. Ich weiß schon, was hier los ist, glaube ich. Jetzt Tape-Delay rein. Feedback-Stream kommt bald wieder. Nächsten Monat geht's wieder los. Macht zero sense gerade, ne? Ich verstehe wirklich nicht, was hier los ist, Mann. Der geht schon wieder hier so hoch. Also das verstehe ich gerade wirklich nicht. Ich stehe auf dem Schlauch. Ich auch. Der Tape-Delay will nicht mehr. Nee, das, ich glaube nicht, dass das der... Ich mach mal irgendeinen anderen Effekt jetzt. Und ich ersetze den. Ich mach den Tape-Delay jetzt einfach hier rein. Ah. Okay, der Tape-Delay will wirklich nicht. Ah, das liegt an dem Polymode. Anscheinend. Kann er dann nicht, oder was? Weil er dann eine globale Kette hat, die wir hier sehen. Die Release da. Mach die Release da mal hoch. Warum ist sie denn standardmäßig auf 1? Ah. Junge. Aber ich frage mich trotzdem, okay, wieso ja geht's, also bei einer Millisekunde, dann kann kein Delay angeregt werden, oder was? Ja, eine Millisekunde, Digga, wie kurz ist das denn? Das ist ja... Ganz kurz. Das ist ja richtig kurz. So, dann machen wir das Ganze jetzt nochmal. Dann wissen wir jetzt. Wer hat den Tipp gegeben? Vielen Dank dafür, alter ja. Schwede. So.
That's it. Ja, ja. Mann, das ist ja doch. Vielleicht die Standardeinstellung noch ein bisschen anpassen, da es ja vielleicht nicht auf einer Millisekunde ist. Ich mache mal hier so. Jetzt wird er schon wieder nicht. Guck mal, was er. Das ist standardmäßig auf 1, weil man nicht unbedingt will, dass Tails kommen. Zum Beispiel, wenn man den einen Fly-In-Stutter baut. Das ist die Erklärung. Okay. Ja. Okay. Ja, gut, okay, das stimmt schon. Aber ja, man baut ja auch nicht immer einen Fly-In-Stutter. Ja. Aber ja, okay. Ja, aber ja, man baut auch nicht eigentlich mit dem Gerät. Keinen eigentlichen Synthesizer. Aber kann man. Und das ist auch nicht kann schlecht. Man, es ist entfremdet, aber man kann es machen. Ah ja, JCO Music hat ihn programmiert, deswegen die ganzen Infos. Ah, okay, krass. Wie geil. Oh ja, das ist ja mal was Geiles zu modulieren. Kann man die Breite da einschränken? Ne, die Width kann man. Sieht jetzt erstmal nicht so aus. Vielleicht, es gibt aber vielleicht irgendwie einen. Ja, es gab sowas mit Imaging, ja. Imaging, ja. Panning. MSD Code, MS. Mal MS Stereo, Merge. Nee. Split Merge. Aber vielleicht kann man. Ja, ja doch, vielleicht geht es ja beim Panning irgendwie. Yo. With, ja. Nee. Ja, perfekt. Er freut sich, dass wir überhaupt mit dem Synth Future spielen. Also, dass wir die Synths daraus bauen. Ja, es macht halt irgendwie voll Sinn, Spaß, ne? So. Ich glaube, ich habe jetzt, bin jetzt auch bereit dafür, noch den Reverb hinter zu hängen. Mhm. Jetzt ist es woran es gelegen. Wissen wir ja Bescheid. Das ist aber normal bei solchen Sachen. Du musst immer erst rausfinden, klar, natürlich. Wo hängt es jetzt? Ich bin froh, dass wir nicht unfähig sind. Ja, ich auch. Alter. So, jetzt fehlt aber das natürlich noch ein bisschen. Hier haben wir doch nochmal ein LFO rein. Feedback! Geil. Resonance. Zack, LFO. Schon haben wir doch ein Ultra Dub Chord. Wo ist so geil. Wir machen und dann kommt so der Vorschlag, ihr müsst das im Panning machen und wir sind schon da. So. Das ist halt der Delay. Also es ist. Vielen Dank für die ganzen Hilfestellungen. Ja, auf jeden. Ohne das hätte ich das gerade. Wäre ich gleich ausgerastet, glaube ich. Cholerika-Torge ist wieder da. Mach mal diese Chordspur, warte, ganz kurz in Ableton. Diese Chordspur, mach die mal weg, weil die benutzen wir gar nicht. Also die ganz rechts. Achso, die, ja, das stimmt. Wir haben jetzt, also das möchte ich nochmal sagen, der Beat, der gerade läuft, für alle, die jetzt dazugeschaut sind, das sind alles Sachen, die wir mit diesem Tool gebaut haben. Also mit Enrage. Also Kick mit Rumble, die Hi-Hat mit diesem schönen Delay und jetzt dieser sehr nice Synth. Ruft nach LFO-Modulation. Auf jeden Fall. Das ist schon mal. Gefällt mir schon mal gut. So ein bisschen nur. Und langsamer. Mach die Time mal ganz lang. Ja. Und breiter, es muss mehr.
bisschen höher, das Gesamte, oder? Ja. Gefällt mir sehr gut. Jetzt kann man ja, jetzt könnte man noch richtig ausrasten und ultra lange. Geh mal ganz kurz auf Poly, mach mal das Poly-Limit hoch. Also ja, das ist schon hoch. Ah, das okay. Kann ja von 1 bis 4 gehen. Ah, okay. Weil daran liegt es, dass jetzt so ein paar Crackles da sind, die paar Klicks. So. Ja, es ist ja, also man muss aber wirklich sagen, dass es natürlich nicht in erster Linie dafür gemacht ist, jetzt damit Synths gebaut werden. Synths zu bauen, ja. Aber wir machen es. Ja, nice. Geil, ey. An dieser Stelle lassen wir es jetzt auch einfach stehen. Erstmal so stehen, oder? Wichtige Info, ich glaube, ich habe es echt noch nicht gesagt in diesem Stream. Also, dass es bei uns im Shop gibt, habe ich schon gesagt, aber dass es auch einen Sale gibt, jetzt zum Launch. Und zwar 25% Launch-Sale noch bis nächsten Dienstag. Könnt ihr euch das Plugin kaufen, kostet jetzt 215 Euro. Und ey, ich habe keinen Bock, 25% jetzt 280? 289, okay. Doch. Also das habe ich jetzt nicht gerechnet, sondern ich habe es mir einfach gemerkt, weil ich es in den Shop gestellt habe. Also 289 Euro kostet eigentlich jetzt 215 zum Launch Sale. Wenn ihr Bock bekommen habt vielleicht, also ich werde mich auf jeden Fall in nächster Zeit noch mehr damit auseinandersetzen. Allein safe. Das, was ich jetzt in diesem Stream darüber gelernt habe, wo ich schon dachte, okay, so weißt du, ich habe mich ein bisschen, ich habe mich vorbereitet so heute und dachte so, ja, ich kann das auf jeden Fall vorstellen, das Plugin so und easy, kein Problem. Aber es ist einfach so komplex, so vielschichtig, dass also einfach an so Kleinigkeiten, auf die bin ich überhaupt nicht gestoßen bei meinem. Ich meine ja, ich habe ja auch so, als ich gesehen habe, du hast mir das ja, weiß ich nicht, 20 Minuten vorher gezeigt, ich habe es auch noch nicht reingeschaut und habe ich gesehen, Generators, was? Synths? Und dann bin ich auch auf die Idee gekommen, lass mal Synths bauen. Ja, das ist einfach. Und ich meine, die ganzen Effekte, die Möglichkeit, wie man damit hat, das Ganze aufzusplitten, einfach, wir haben ja jetzt quasi in der ganzen Session eigentlich nur immer in diesen drei Kästchen gearbeitet. Du kannst halt noch bis darüber gehen und ja, endlose Ketten bauen. Und ja, wie gesagt, checkt das Tool einfach mal aus. Ihr habt eine Menge an Presets auch dabei, die dann auch sehr, sehr viele Effekt-Processings beinhalten. Und das ist für eine schnelle Ideenfindung. Ne? Also ich kenne ja auch so ein paar andere Tools, aber einfach mal eine Fläche, die durchläuft, durch so ein paar Tools zu jagen, die dann einfach, keine Ahnung, Time-Stretching, Stutter-Effekte reinbauen, macht das Ganze direkt lebendig. Und so inspiriert. Die Möglichkeit zu haben, wirklich an jedes kleinste Detail von dieser Effektkette eingreifen zu können. So. Ja. Also das hast du ja, du hast ja sonst nicht die Möglichkeit, in das Routing einzugreifen von irgendeinem Effekt-Plugin. So. Das ist schon ziemlich geil. Und daran lernst du dann, wie es läuft, und dann kannst du dir selber eine kranke Kette bauen. Und das ist, ich speichere das jetzt übrigens schon. Ja. Ich finde das ganz geil. Dingscord halt. Dingscord. Ja, und nochmal ganz kurz, um auch so ein paar in Anführungszeichen Negativaspekte nochmal zu nennen. Ich glaube, dass der Entwickler ist ja am Start. Ich weiß nicht, ob man das möglich machen kann, dass man zum Beispiel bei der ADSR-Hüllkurve nochmal so ein paar Sachen abgreifen kann. Aber wie gesagt, es ist Decay-Time und so. Decay-Time wäre zum Beispiel noch eine Sache. Ansonsten, falls ihr noch Dinge habt, jetzt gerade im Chat, wir nähern uns dem Ende und ein paar Besserungswünsche daran, dann schreibt es jetzt hier rein, der Entwickler ist dabei. Oder halt für alle, die es jetzt im Nachhinein gucken, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Was haltet ihr von dem Tool? Gerne auch, wie gesagt, liken, abonnieren, Glocke klingeln lassen. Wir kennen das alles. Ihr kennt das Spiel. Und ja, mir hat es Spaß gemacht, mal in dieses Tool zu schauen. Absolut. Und hat Bock auf mehr gemacht, tatsächlich. Ich habe nur einen, also das, was mich jetzt eigentlich wirklich nur stört am Ende ist, also was heißt stört? Stört mich überhaupt nicht. Also der Verbesserungsvorschlag, den ich habe, einfach mehr Makros zu machen. Ja. Und noch die Möglichkeit hier, was du gerade schon gesagt hast, die Mod-Sources auch modellieren zu können. Ja. Ansonsten freue ich mich schon drauf, mich da noch tiefer, ne? Ja, mal ein Wochenende mit zu beschäftigen, so dass so richtig, cool. Oder was heißt ein Wochenende? Die nächste Zeit. Ich glaube, da kann man wirklich viel rausholen aus dem Ding. Auf jeden Fall. Also, wenn ihr Bock habt, gönnt es euch auf sign.de, jetzt gerade im Sale. Genau. Bis nächsten Dienstag. Ansonsten richten wir nochmal vielleicht das Wort an die Community. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Ja? Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ihr am Start wart. Auch an JCO Music, den Entwickler. Schön, dass du auch am Start warst und uns ein bisschen geholfen hast an Punkten, wo wir nicht weiterkamen. Aber ich glaube, ansonsten ist das Tool auch für Einsteiger relativ selbsterklärend. Wenn man so ein bisschen sich mit Routing beschäftigt. Ja, selbsterklärend ist jetzt vielleicht ein bisschen das falsche Wort. Also, es kommt drauf an. So. Es ist halt... Also ich meine nicht, dass dich zur Selbsterklärung. Genau, das meine ich auch. Ich meine nicht, dass das Tool sich von selbst erklärt, sondern dass, wenn man mit dem Tool arbeitet, dass sich die generelle Audio-Welt selbst erklärt. Es ist einfach ein geiles Learning-Tool. Also ohne Witz, das ist wirklich genau das eigentlich, was ich am Anfang meiner Laufbahn gebraucht hätte, sozusagen. Ja. Damit, also du checkst, du kommst nicht drum rum zu checken, wie es irgendwas aufgebaut. So, du musst es einfach verstehen. Und ansonsten für alle, die denen das zu komplex war und erstmal einsteigen wollen. Es gibt eine Vielzahl an Presets, mit denen ihr euch erstmal... Ja, zu über 250, glaube ich. Krass. Auf jeden Fall über 200. Und dann kann man damit schon eine Menge machen und alles andere kommt über die Zeit, glaube ich, wenn man dann auch mal in die Presets einsteigt und checkt, was da abgeht. Yes. Jo, das war's, oder? Das war's. Gibt's noch Fragen? Gibt's noch Fragen am Ende? Psst, es gibt ein Handbuch. .pdf. Ja. So. Das ist nämlich sogar ganz einfach zu erreichen, indem man einfach auf dieses Fragezeichen klickt. Wir haben gerade auch was gesucht. Ein bisschen drin rumgeguckt. Hier ist wirklich alles gut erklärt. Geiles Tool. Also wenn es noch Fragen gibt, haut sie jetzt raus. Ansonsten würden wir uns auch so langsam verabschieden. Alles Weitere, schreibt es in die Kommentare. Ich denke, der JCO Music wird sich die auch nochmal anschauen. Wir auch. Was wir beantworten können, beantworten wir da. Und tobt euch aus. Diskutiert auch gerne. Über den Synth und, beziehungsweise nicht über den Synth, ich sag schon über, Synth. Über das Effekt. Über das Effekt-Monster. Sonst verabschieden wir uns jetzt an der Stelle. Mir hat Spaß gemacht, Torge, danke dir. Ja, total. Also ich habe halt auch schon wieder jetzt einfach massig Bock. Gelernt gerade und Bock drauf, das zu benutzen. Nice. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, stay tuned, wir hauen rein. Schönen Abend euch. Euch allen einen schönen Abend. Und gönnt euch Enrage. So. Jetzt.